Jemand hat Hallo gesagt. Bevor ihr denkt, Andi hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. 8, 9, 10, alle da. Worum es sich hier wirklich handelt, ist die Illustration eines grundlegenden Tests einer seriellen Schnittstelle, dem Loopback-Test. Und wir schauen uns das einfach unten im Labor mal genauer an. Die wichtigen Anschlüsse für den Loopback-Test oder die Prüfschleife sind der RxD- und der TxD-Anschluss. RxD wäre das Ohr, TxD der Mund, aus dem das Signal kommt. Wenn ich das Ganze in meinen PC stecke, dann erscheint der Adapter als weitere serielle Schnittstelle. In diesem Fall als COM3. Ich kann an dieser Stelle auch prüfen, ob die Treiber aktuell sind. Der Silicon Labs CP210X kommt mit dem normalen Windows-Treiberumfang mit. Normalerweise sollte hier nichts notwendig sein. In PuTTY können wir dann den COM3 als serielle Schnittstelle definieren und sollten sofort, wenn wir etwas tippen, das Remote Echo sehen. Eventuell kann das aber irreführend sein, wenn ein lokales Echo eingestellt ist. Wenn aber das Data-Lämpchen blinkt, wenn wir auf die Tasten drücken am PC, können wir sicher sein, dass auch etwas ankommt. Sicherheitshalber schalte ich trotzdem das lokale Echo ein und jetzt erscheinen alle Tastendrücke zweimal, einmal vom Terminalprogramm selbst und einmal von der zurückempfangenen Leitung. Wir können uns das Ganze auch auf dem Oszilloskop anschauen, wenn wir den Ground Pin und den TXD Pin verbinden und einfach auf einer negativen Flanke triggern. Dann sehen wir das Bitmuster und das könnten wir auch mit Papier und Bleistift dekodieren, aber das ist ein anderes Thema für ein anderes Video.